Jetzt. Was heißt nicht nachzuvollziehen? Einfach weniger dazwischenrufen, mehr zuhören. Dann hilft das dem Erkenntnisgewinn, lieber Kollege. Zur Antwort. Genau so ist das. Wenn wir mit einer derartig schlechten Wirtschafts- und Sozialpolitik der SPD überzogen werden, die einen Mindestlohn notwendig macht, um die weitere Verelendung der Arbeitnehmer aufzuheben, dann müssen wir natürlich für den Mindestlohn sein. Wo kommen wir denn dahin, wenn der Hartz-IV-Knüppel angesetzt wird und immer mehr geringere Löhne dadurch eingehebelt werden? Meine Damen, Sie denken, Ihre Wähler schauen zu, das wissen Sie doch. Wenn Sie dazwischen pöbeln, wissen Sie, was Ihre Wähler von Ihnen halten. Und wenn Sie Erkenntnisgewinn haben wollen, gehört es einfach dazu, den anderen ausreden zu lassen. Also ja, Mindestlohn ja, so lange, bis wir wieder ordentliche und anständige Wohlstandslöhne in Deutschland haben. Dankeschön. Der nächste Redner ist für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Professor Dr. Matthias.